Einen wunderschönen guten Tag, liebe Trader. Und liebe Trader, heute erste Ausgabe in der Krypto-Sektion. Deswegen gibt es auch heute in dieser Ausgabe kein Bitcoin. Verpassen Sie nicht unsere Bitcoin-Ausgabe. Die ist ebenfalls soeben veröffentlicht worden. Link finden Sie sowohl oben rechts im Video als auch in der Beschreibung, als auch am Ende des Videos. Auf jeden Fall angucken in dieser Ausgabe. Bitcoin und Ethereum, beide im Übrigen in einer schönen bullischen Konsolidierung. So, wir beginnen mit Palladium und Freunde, ich muss es euch sagen, ich hab's euch doch gesagt, durch die 1000 zu traden wird eine taffe Nummer. So, drüber, drunter, drüber, ich habe euch noch zuletzt gesagt, ja, auch wenn der jetzt gerade ein Klitschko kleines bisschen oberhalb der 1000 ist, reicht nicht, um zu sagen, dass diese Widerstandsmarke rausgenommen worden ist. Ich hatte euch aber auch hier schon gesagt und hier, der Markt ist zu bullisch, um jetzt sofort und in einem und ohne irgendwie Luft zu holen, in sich zusammenzufallen. Jetzt fallen wir wieder unter die 1000. Jetzt lösen wir diese Keilformation bärisch auf. Wir haben aber immer noch eine Abfolge von höheren Tiefs und das ist das Entscheidende. Hier diese horizontale Marke im Bereich von 900 Euro. 973. Also, ich habe eine klare Wunschvorstellung. Ob der Markt das macht, was meine Wunschvorstellung ist, das weiß ich nicht. Der Markt kommt hier hin, der konsolidiert hier und fällt dann durch. Dann würde ich mir einen kurzfristigen Trade auf der Short-Seite überlegen. Wenn er direkt durchfiele, würde ich es nicht traden. Weil ich nicht weiß, ob der Markt dann sich wirklich für diese Marke interessiert oder nicht. Sonst macht er hier ein bisschen das tiefere Tief und kommt dann wieder hoch. Weil der Gesamtmarkt noch ziemlich bullisch ist. Oder der kommt hier hin, macht nochmal ein Pullback, setzt nochmal auf und dann fällt er durch. Würde ich noch viel interessanter finden. Muss man gucken, ob er uns das gibt oder nicht. Letztlich und wichtig, das ist der Grund, warum ich seit Oktober Ihnen sage, nur gucken, nicht anfassen. Wenn wir auf Gold schauen, bei Gold habe ich euch und Ihnen gesagt, liebe Trader, wir haben hier bei Gold eine bullische Kerze gesehen. Wir haben sehr viel Volumen gesehen. Wir sind im Bereich einer wichtigen Unterstützungszone. Allerdings haben wir noch kein prozyklisches Signal gesehen. Und dieses prozyklische Signal bekämen wir erst, wenn es den Goldbullen gelingt. Hier, schauen Sie mal, das war doch die Bärenflagge. Erinnern Sie sich, ich habe Ihnen gesagt, wenn diese Bärenflagge bärisch aufgelöst wird, dann ist das Ziel 1270, da kann man es kurzfristig hier runter traden, hat wunderbar gepasst. Unsere Zuschauer, die regelmäßig unsere Ausgaben schauen, Kanal abonniert haben, die wussten das, die wissen das. So, dann läuft der Markt hier in diese Widerstandslinie, in die 200-Stunden-Linie und wird wieder abverkauft. Jetzt sogar mit einer offenen Lücke. Jetzt. Wieder Seitwärtskonsolidierung. Fallen wir unter die 1270, ja, dann haben wir das Potenzial 1265, 1260 abzuarbeiten. Ich wäre nicht nur aufgrund des Volumens, sondern auch aufgrund der Tatsache, ich gehe jetzt nicht nochmal in den Tag, der vielen und diversen Unterstützung, die ich Ihnen immer wieder in den letzten Videos gezeigt habe, vorsichtig das Additiv auf der Short-Seite zu traden. Eine bullische Bewegung hat als erstes den Widerstand im Bereich von 1280 mit der offenen Lücke. 12,85 mit der 200-Stunden-Linie, 12,90, dieses Hoch von Freitag, was abverkauft worden ist. Darüber hat der Markt das Potenzial in Richtung 13,05, 13,10 zu laufen. Und falls das rausgenommen wird, dann ist sogar Potenzial für eine Fortsetzung in Richtung 13,30, 13,40. Das muss aber erstmal der Markt alles machen. Das hat der noch nicht gemacht. Also eins nach dem anderen bedeutet Gold im Bereich der Unterstützung, klebt an der Unterstützung, ist relative Schwäche, aber das Volumen war ja ein erstes Zeichen für die Bullen und die Unterstützungen sind nach wie vor da. Und deswegen würde ich nicht sagen, oh, hier die Trendlinie ist bärisch aufgelöst worden, Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung und deswegen muss der Goldpreis fallen, denn diese Zone ist durch viele und mehrere Unterstützungen gekennzeichnet und deswegen nicht der Bruch der Linie würde mich interessieren, sondern der Bruch dieser gesamten Zone, was in Richtung 1260, 1258 geht. Dann würde ich sagen, nicht so ein schönes Zeichen, was die Goldbullen hier gesetzt haben. Bei Silber, da war die Aussage beim letzten Mal ganz klar. Ja, auch hier haben wir mehr Volumen gesehen, aber
der Chart ist nach wie vor schwach. Wir hatten ja hier ein Short-Signal bekommen mit dem Bruch dieser aufsteigenden Trendlinie. Ich hatte gesagt, das Ziel ist bei 16,33. Seitdem wir im Bereich der 16,33 gewesen sind, läuft der Markt mehr oder minder hier seitwärts. Am Wochenende habe ich Ihnen gesagt, ja, wir haben auch bei Silber viel Volumen gesehen. Das ändert aber nichts daran, dass der Chart bärisch ist. Für alle, die die Wochenendausgabe nicht geschaut haben, was meine ich mit Volumen? Wenn der Markt ausverkauft wird, konsolidiert, wieder ausverkauft wird und dann hier im Doji Volumen sieht, dann ist das ein Zeichen von potenziellem Interesse von institutionellen Anlegern. Allerdings ist einfach einmal Volumen viel zu wenig, um zu sagen, okay, der Markt, der jetzt gerade mehr bärisch ist, der ändert seinen Charakter komplett und wird auf jeden Fall nach oben gehen. Deswegen hatte ich Ihnen gesagt, wir brauchen Bestätigung. Und die erste, relativ spekulative Bestätigung wäre hier oberhalb der 16,56. Haben wir nicht. Man kann es noch spekulativer nehmen und sagen, per Stundenschlusskurs die 16,46. Ansonsten ist das hier gerade rein aus technischer Sicht wieder eine Seitwärtskonsolidierung. Wir machen die tieferen Hochs. Würde der Markt die 16,24 brechen, dann kann er noch eine Runde nach unten laufen in Richtung 16,10. Da gucken Sie mal, Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung. Deswegen hier würde ich mich wieder schwer tun, nochmal additiv short zu gehen. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass ich Ihnen hier gesagt habe, nichts Falsches sagen. Hier, da habe ich Ihnen gesagt, warten Sie mal kurz. Als wir hier waren, ich nehme mal kurz diese Linie weg, damit Sie... Das hatten wir ja nicht. Da habe ich Ihnen gesagt, das kann man durchaus nochmal additiv auf der Short-Seite traden, kurzfristig in Richtung der 16,30, weil noch Platz war bis zur nächsten übergeordneten Unterstützung hier mit der aufsteigenden Linie. Jetzt sind wir zu nah an der Unterstützung. Deswegen wäre ich jetzt mit additiv Short vorsichtig. Auch wenn der Markt direkt durch die 16,10 fiele, ja, dann kannst du nochmal schneller werden. Ich wäre nicht mit dabei. Warum wäre ich nicht mit dabei? Weil der Markt hier schon immerhin 6,5% gefallen ist. Und ich mag es dann lieber, selbst wenn er bärisch werden will, wenn er sich ein bisschen länger Zeit lässt und ich sagen kann, okay, der hat die 6,5% verdaut, die Bären hatten Zeit, keine Bullen weit und breit zu sehen und dann gibt es die nächste Welle. Das heißt, da würde ich mehr Konsolidierung mir wünschen, um dann gegebenenfalls noch additiv etwas auf der bärischen Seite traden zu wollen. Bei den Energiewerten ist es immer noch spannend, aber ich sehe noch kein klares Setup. Deswegen belassen wir es dabei. Sie denken dran. Wenn Sie sagen, Mann, die Linien von dem Kerl, die funktionieren immer so häufig. Der hat geniale Setups. Ich finde, er erklärt die Sachen so genial. Sie wissen, unsere Ausbildungsprogramme sind immer früh ausgebucht. Und deswegen ist auch das nächste Mentor-Programm mit dem Seminar erst im April 2018, aber Sie haben noch bis zum 10. Dezember die Chance, sich 30% Preisnachlass für dieses Programm zu sichern mit Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, Sie kommen zum Seminar, Sie stellen fest, das ist alles nichts für mich, dann kriegen Sie Ihr Geld zurück. Dafür haben Sie sogar 5 Tage Zeit, sich das zu überlegen. Erstens und zweitens, sobald Sie sich angemeldet haben, können Sie jetzt schon für unser Mentoring freigeschaltet werden. Zum Beispiel, wir haben jede Woche Webinare. Gestern haben wir die Extended Version gemacht. Knapp 2 Stunden haben wir uns Setups angeguckt. Das, was man im Seminar als theoretisches Wissen lernt, das gucken wir uns als Setup an. Da haben wir uns ein Setup ausgeguckt, was auch gerade aktuell läuft im Devisenpaar. Und dann gucken wir mal, was daraus wird. Das heißt, Sie bekommen bei uns nicht theoretisches Wissen und dann wünsche ich Ihnen viel Glück, sondern wir begleiten Sie auch ein halbes Jahr darüber hinaus, damit Sie das, was Sie theoretisch gelernt haben, auch in praktische Trades umsetzen können. Last but not least, am allerwichtigsten, und das wünsche ich Ihnen vom Herzen, ist doch, dass Sie alle kerngesund bleiben. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstradern doch bitte gewogen.